Dechuka Sandala, meine Freunde, heute zeige ich euch mal 5 mystische Magier-Sets. Ja, die Magier, wer kennt sie nicht? Bücherwürmer, die jedes Mal dasselbe Essen herbeizaubern können und dich mit dem guten alten Portalroulette trollen. Die sind manchmal nicht so ganz brillant, wie ihr Buff Arkanintelligenz vermuten lässt, aber trotzdem habe ich für euch mal 5 schicke Sets zusammengestellt. Das erste Set, was ich vorstellen möchte, habe ich für den Frostmagier erstellt. Wer es kühl und eisig mag, der kann dazu auch passend aussehen und mit einem etwas bläulichen Set noch ein bisschen nachhelfen. Das Set droppt in der Schwarzhessgießerei, außer die Waffe, das ist natürlich die Artefaktwaffe aus Legion und dieses Modell ist für den Frostmagier-Spec. Wolltet ihr schon mal so richtig heiß aussehen? Dann ist das zweite Set perfekt für euch. Es soll den typischen Feuermagier in seinem Element darstellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist eine Mischung aus 2 Sets, welche in den Raids Feuerlande, die Bastion des Zwielichts und den Peschwingen Abstieg zu finden sind. Alle Teile für das Set kann man in diesen 3 Raids zusammenfarmen, achtet aber darauf, dass ihr in der richtigen Schwierigkeitsstufe drin seid. Ihr habt keine Lust darauf, eure Gegner einzufrieren oder sie in Flammen zu verbrennen, sondern wollt sie so lange mit leuchtenden Effekten bewerfen, bis sie an einem epileptischen Anfall sterben, dann ist das dritte Set in meinem Video genau richtig für euch. Das Set ist an den Arkanmagier angelegt und gibt euren Leuchteffekten gleich noch das richtige Outfit dazu. Alle Teile findet ihr in den Schlachtzügen Herz der Angst, Mogushan-Gewölbe und der Terrasse des endlosen Frühlings im heroischen Schwierigkeitsmodus. Den Stab bekommt ihr aus dem Raid Hochfels auf den heroischen Schwierigkeitsmodus. Stufe. Mit dem vierten Set in meinem Video seid ihr ein richtiger Scherzmagier. Naja, mystisch ist dieses Set nicht wirklich, aber habt ihr schon mal einen Bauer gesehen, der seine Schädlinge aus seinen Feldern mit Blizzards und Frostkugeln bekämpft? Dieses Set zu erstellen ist sogar super einfach. Ihr braucht eigentlich nur das Item Blaue Overall und holt euch dazu noch die Ernterstiefel. Dann noch nach Belieben ein Hemd, lederartige Handschuhe und einen Gürtel dazu aussuchen. Und zum Schluss noch den Rest von Transmog verstecken und schon habt ihr euren Superbauern, der Eislanzen schießt und unsichtbar werden kann. Zu guter Letzt habe ich noch etwas eher Klassisches für euch. Mit diesem Set seht ihr eher wie ein einfacher, aber trotzdem noch mysteriöser Magier aus. Das Set besteht aus der Neuschneemaske, den Sommerlieder-Schulterwickeln, what the fuck Blizzard, was für ein Wort, der Moschus-Rosenrobe, den Satin-Handschuhen des Unrechts und Ringos Blizzard-Stiefeln. Alle anderen Teile sind versteckt und der Stab heißt übrigens Stab der ersten Vorkommnisse. So, und das waren meine 5 mystischen Magier-Sets. Ich hoffe, sie gefallen euch und falls ja, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch oder lasst mir ein Abo da, zeigt es euren Freunden und denkt immer daran, Shadra sieht alles.